Advents- und Weihnachtszeit in einer Strafanstalt, das heisst in der Disziplin Strafvollzug, ist natürlich die Zeit, wo es sichtbarer und spürbarer wird, dass es innen und aussen gibt. Die Weihnachtsausstellung ist ein Punkt, wo eigentlich das Aussen manifest wird. Es kommen Leute die Ausstellung anschauen. Gleichzeitig sind die Gefangenen die, die mit Mitarbeitenden sehr engagiert die Ausstellung parat gemacht haben, sehr viele, sehr schöne Sachen gestaltet haben. Aber gleichzeitig merkt man eben auch, dass es ist, innen und aussen, dass es zusammengehört. Also man macht auch sichtbar, dass ein Gefangener ein Mensch ist. Und das ist natürlich besonders in der Weihnachtszeit etwas, was man zeigen kann. Das ist ein Mensch wie du und ich. Und es geht auch darum, um eigentlich zu zeigen, das sind auch so ethische Prinzipien, dass wir einen Gefangenen, der da ist, nicht nur über sein Delikt definieren, sondern dass wir ihn als ganzer Mensch anschauen, dass er auch Ressourcen, gute Facetten hat. Selbstverständlich hat er ein Delikt begangen. Das ist natürlich zu bestrafen, absolut nicht gut zu heissen. Aber unser Fokus ist, wir machen mit ihm einen Perspektivenvollzug. Wir wollen ihn vorbereiten auf die Zukunft. Und wenn er am Entlassungstag hier rausläuft, wollen wir uns können sagen, wir haben mit ihm gut geschafft. Er hat seine Chancen genutzt, ein straffreies Leben zu etablieren. Und die Weihnachtsausstellung ist absolut ein guter Punkt, um das beim Einsatz zu unterstützen. Gut, jedes Jahr im Advent machen wir hier bei uns in die Gärtnerei eine Weihnachtsausstellung. Die Eröffnung dieser Weihnachtsausstellung ist immer eine Woche vor Adventsstart eigentlich und bleibt dann so eigentlich bis Ende Weihnachten so bestehen und ist für Besucher offen. Es hat einen Haufen Sachen hier und ich bin jedes Mal erstaunt, das ist das meiste also hier gemacht. Gewisse Sachen sind vielleicht zugekauft, aber dann eingefüllt mit Pflanzen und so weiter. Aber das meiste wird hier gemacht. Ja, das Team von der Gärtnerei, das heisst Mitarbeiter und Insassen, haben in den letzten Wochen die Adventsausstellung gestaltet. Sie können auf Unterstützung stellen von anderen Diensten im Haus, zum Beispiel Metallbearbeitung, Holzbearbeitung oder auch Küche oder Metzgerei. Dass so etwas entstehen tut, braucht natürlich handwerkliches Geschick und Kreativität. Das ist nicht selbstverständlich, das muss ein bisschen erlernt werden und das ist so ein Lernprozess, der bei uns im Sachsenriet läuft. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, sowohl für Mitarbeiter wie für die Insassen, dass am Schluss dann etwas Gutes rauskommt. Es braucht ein bisschen Durchhaltewillen, es braucht ein bisschen Biss, es braucht auch ein bisschen Motivation, dass es gut Code tut, dass es am Schluss dann eigentlich so ist, wie es hier ist. Ohne ein bisschen Super oder einen Zusatz-Effort geht es eigentlich nicht. Das ist gefordert, sowohl von den Mitarbeitern wie von den Insassen, aber das machen sie eigentlich gerne mit. Bei der Kasse steht jetzt jemand, der eine Woche da ist. Also da wird dann nachher noch Fertigkeiten und Fähigkeiten also ausgesucht. Also da lernt man nicht in einem Tag, oder? Wie man das macht. Gut, wir wählen natürlich die Leute auswählen für die verschiedenen Jobs, die es da gibt im Sachsenried. Die Mitarbeiter hat sich da eine Art geeignet für da. Man hat ihm dann das beigebracht und hat dann auch die ersten Tage so ein bisschen üben lassen unter eigentlich Anleitung, wie man das normal in einem agogischen Prozess eigentlich auch macht. Man soll ja die Leute nicht überfordern, sondern dass man sie nicht demotivieren kann, sondern dort eine motivierende Geschichte sein. Das passiert dann alles beim Eingangsgespräch irgendwie, oder wie machen denn das? Es ist ja relativ vielfältig, was man anbietet, relativ vielfältig, auch wie die Leute dann einsetzen, oder? Gut, beim Eintrittsgespräch tut man die Leute mal empfangen da und dann ist einfach mal das Ankommen ist mal das Thema, da bei uns mal in der Strafanstalt. Dann geht es auch darum, irgendein Umfeld zu wählen, wo die Insassen gut empfangen und aufgehoben sind und dann sieht man die ersten Tage eigentlich schon,
wie gut dass sie sich zeigen, wo die Fähigkeiten und Möglichkeiten sind, sei es im handwerklichen Bereich oder in sozialen Kompetenzen etc. Und da haben wir einen guten Austausch im Mitarbeiterteam, das geht über alle Dienste aus. Und so tut man auch die Leute an dem richtigen Ort her, dass man auch den nötigen Entwicklungsschritt, den der Vollzug hat, fordert bei uns und auch machen kann. Wir sehen in dieser Ausstellung nicht nur den Teil eben von diesen handwerklichen Fertigkeiten, die eben hier beschult werden, wie du das gesagt hast, wo die Leute eben ausgelesen werden, auch entsprechend. Ich stelle immer wieder fest im Gespräch mit verschiedenen Insassen, wir zeigen ganz bewusst keine Insassen, auch keine anderen Leute, immer wieder fest im Gespräch, sie sind eigentlich sehr aufgestellt, dass du am Sachsen etwas machen dürfen. Also das ist wirklich eine Bereicherung, das ist eine Therapie im wahrsten Sinne. Gut, Arbeit ist ein Bestandteil des Strafvollzugs. Die Arbeitsplätze sind alles Übungs- und Lernumfelder für die Insassen. Und in einer Strafanstalt, wo ja nicht Arbeit gegen Erwerb ein Thema ist, sondern die Sinnhaftigkeit von der Arbeit ist ja da eine ganz wichtige Geschichte. Und dort gilt es im Prinzip, die Leute im richtigen Ort einzusetzen, dass die Sinnhaftigkeit auch vermittelt werden kann und so eigentlich die Motivation abgeholt werden kann. Wir machen die Erfahrung, dass Menschen grundsätzlich eigentlich etwas machen im Leben und etwas Sinnvolles machen im Leben. Und dort die Leute im Prinzip abholen und dort auf dem Weg können es begleiten. Das ist die Aufgabe von allen Angestellten im Prozess, um auch an diesen Defiziten schlussendlich arbeiten, wegen dem, was sie da sind. Sachsenried ist eine offene Strafanstalt und die Offenheit ist das, was wir auch hier leben tun. Und die Offenheit hat ja viele Vorteile im Zusammenhang mit dem Vollzug, mit diesen Insassen. Das ist eine gute Geschichte im ganzen Bereich und soll sie auch stützen. Die Leute, die in diesem Bereich eingesetzt sind, die haben sich auch dafür entschieden, dass die Offenheit auch akzeptieren würden. Wir haben auch Arbeitsbereiche, die nicht zugänglich sind für die Öffentlichkeit. Wenn jemand das nicht will, dann tun wir das auch vermeiden. Die Ausstellung ist offen bis an die Weihnachten. Das ist einfach das Eröffnungswochenende und dann ist sie offen bis an die Weihnachten. Und vom ungefähr 8. Dezember an ist dann auch Christbaum verkauft auf dem Platz. Genau, Christbäume kann man auch noch kaufen. Die sind übrigens aus eigener Zucht, wenn man das so sagen darf, gell? Genau, wir haben eine eigene Christbaumkultur. Man könnte jetzt während der Adventsausstellung die Christbäume auch schon auslesen. Man kann die etikettieren und dann frisch geschnitten vor der Weihnachten abholen. Oder dann hat es auch eine Sorte auf dem Platz, die wir von anderen Schweizer Produzenten hier hernehmen und hier eine Art verkaufen von Bäumen, die hier auf dem Platz eigentlich nicht wachsen, natürlich auch sehen. Nicht vergessen die Metzgerei, oder? Auch aus eigener Zucht meist, oder? Nicht genau, eher alles, aber fast alles. Unsere Metzgerei tut eigentlich vor allem Tiere von uns verarbeiten. Hier bekannt sind wir natürlich für die Galloway-Rinder, die wir hier auf dem Platz haben, oder für die Freiland-Sauer, die wir hier haben, oder Freiland-Weideschweine, die wir hier auf dem Platz machen. Wir machen eigentlich vom Gewinnen vom Fleisch bis zum Verarbeiten bis zur fertigen Wurst alles selber machen. Auch da sind die Insassen involviert in all diesen Prozessen. Und gerade die Lebensmittelverarbeitung und Herstellung ist eine ganz sinnhaftige Geschichte. Wer weiss heute noch, was es braucht, um irgendwie ein Kotelett herzustellen oder ein Brotwurst herzustellen, das wissen die meisten nicht. Und es ist sehr bereichernd eigentlich auch für die Insassen. Und natürlich eben die Landwirtschaft, oder, wo man nicht sieht, dass es hypermodern ist, muss man schon sagen. Also eine Menge Bauern läuft am Saugwasser runter, wenn sie sehen, was ihr da habt. Also bei uns im Sachsenried ist es so, dass die Arbeitsplätze für die Insassen eben insassengerecht sein müssen. Da steht nicht der Fokus drin, dass das ein moderner Betrieb sein müssen, sondern wir müssen Lern- und Übungsumfelder für die Insassen haben. Wir müssen die Infrastrukturen und die Arbeitsabläufe so gestalten, dass wir Leute einsetzen können in verschiedenen Möglichkeiten. Wir müssen Leute abholen können, die vielleicht irgendwie schon lange nicht mehr geschafft haben, die vielleicht gesundheitliche Probleme, die nicht trainiert sind in einem Arbeitsalter, können jetzt bestehen und müssen sie dann können nach einem magogischen Prinzip aufbauen, also fördern und fordern, sodass sie irgendetwas lernen können und selbstständig wachsen können. Das ist der Effekt, den wir hier wollen und für das sind unsere Arbeitsplätze eigentlich gemacht. Und da hat es sehr einfache Handarbeit, die man hier im Privaten würde auf jeden Fall immer automatisieren. Aber wir brauchen so Arbeitsplätze hier auch, um die Leute im rechten Moment abholen und sie können so zu begleiten. Du kommentierst das so locker, du redest so locker daher, aber du bist in diesem Prozess nicht auch gewachsen. Also das ist eine grosse Anforderung, jetzt du als Chef, um das alles zu betreuen, um es zu entwickeln, um immer in den neuesten Stand zu bringen, um all diesen auch Vorgaben natürlich zu entsprechen, oder? Gut, Sachsenried hat hier eigentlich eine sehr erstklassige Organisationsform. Wir tun hier über alle Dienste sehr gut zusammenarbeiten. Das ist eine Arbeit, die nicht ein Chef allein machen kann auf dem Platz. Es ist wichtig, dass alle Leute sich hier in diesen Prozess einbringen können. Und dass auch gut können miteinander kommunizieren, dass im Sinne der Vollzugshilfe der Insassen der Job auch gemacht werden. Also die Leistung, die hier entsteht, auch eigentlich die Adventsausstellung, die man hier sieht, das ist immer eine Mischung oder eine Zusammenarbeit von all den Diensten, die hier auf dem Platz sind. Und nur so können wir eigentlich zum Erfolg die komplexe Aufgabe, die wir hier haben, ist nur so zu bewältigen.